Neujahr ist die Zeit der vielen guten Vorsätze. Und das ist auch gut so. Es ist positiv, wenn man sein Leben zum Besseren entwickeln möchte, wenn man sich negative Verhaltensweisen abgewöhnen möchte, mehr Sport treiben möchte, anders essen, anders leben, weniger Stress und all die vielen Vorsätze, die so gefasst werden. Aber wir wissen es alle, die wenigsten Vorsätze halten über viele Monate, die meisten, die werden schon nach wenigen Wochen wieder aufgegeben, frustriert. Und ähnlich ist es beim Thema Vermögensaufbau. Vermögensaufbau ist im Grunde nicht schwierig. Man muss nur dabei bleiben. Und das ist das Schwierige in unserer schnelllebigen Zeit, in der so viele Impulse von außen kommen, so viele Themen nach Aufmerksamkeit schreien. Und da ist es für viele Menschen schwierig, bei wenigen Themen wirklich ein Leben lang dabei zu bleiben. Nur ohne dieses Langfristige ist wirklich solider Vermögensaufbau nicht möglich. Man kann spekulieren, man kann an der Börse schnell mal Aktien kaufen oder Kryptowährungen oder ins Spielcasino gehen. Ja, aber das hat nichts mit geplantem, mit solidem Vermögensaufbau zu tun. Das ist Glücksspiel. Also, wie schafft man es, beim Thema Vermögensaufbau wirklich langfristig dabei zu bleiben? Das Beste ist, Interesse dafür zu entwickeln. Wenn man sich für etwas interessiert, etwas gern macht, dann bleibt man automatisch dabei, von sich heraus, nicht von einem äußeren Zwang heraus. Und das ist das Entscheidende. Die Motivation muss von innen kommen. Also, wie schafft man es, dafür für dieses Thema Liebe, ja Begeisterung zu entwickeln? Denn natürlich weiß ich es, dass das Thema Finanzen für viele ein Graubereich ist. Etwas, mit dem man sich nicht so gern beschäftigt, dass man so vor sich herschiebt. Aber das Problem, man kann diesem Thema nicht davonlaufen. Spätestens, wenn es zur Rente geht, spätestens dann braucht man passives Einkommen und dann merken sehr viele eben relativ spät, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht und ihr Angespartes auch nicht ausreicht. Also kümmern Sie sich früh, möglichst früh darum. Wie schafft man es nun, Interesse und Leidenschaft für dieses Thema zu entwickeln? Indem man es institutionalisiert, indem man sich regelmäßig damit beschäftigt, indem man es zur Gewohnheit macht. Eine Möglichkeit. Setzen Sie sich zum Ziel, mindestens einmal wöchentlich sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Indem Sie irgendeinen Unternehmensbericht lesen, einen Wirtschaftsartikel, der Sie interessiert, oder auch solche YouTube-Videos anschauen. Aber machen Sie es regelmäßig. Am Anfang wird es Ihnen vielleicht seltsam vorkommen und Sie werden ja Probleme haben, dieses Thema intensiver, sich damit intensiver auseinanderzusetzen, es zu verstehen. Aber glauben Sie mir eins, je länger Sie sich damit beschäftigen, umso mehr werden Zusammenhänge klar. Umso interessanter wird das Thema, weil Sie es immer besser verstehen, weil Sie immer besser durchsteigen und weil in Ihrem Kopf immer mehr Verknüpfungen entstehen. Und plötzlich wird das Thema wirklich interessant. Sie haben es sich zur Gewohnheit gemacht über die Wochen und finden es ganz normal, in wirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken. Und das ist das Entscheidende. Und glauben Sie mir noch eins aus eigener Erfahrung. Wenn man in wirtschaftlichen Zusammenhängen denkt, dann sieht man die Welt anders. Wenn ich in eine neue Stadt komme, dann kommen bei mir automatisch Gedanken, welche Unternehmen hier ihren Sitz haben könnten. Welche größeren natürlich und in dieser Region. Und dann kommen mir Gedanken, wie es diesen Unternehmen geht, wie sie sich entwickelt haben in letzter Zeit, was ihre großen Plus- und Negativseiten sind. Und genauso ist es, wenn ich Werbung sehe. Mich interessieren die einzelnen Produkte meistens gar nicht so sehr, aber die Gedanken kommen schnell über das Unternehmen, das dahinter steckt, das diese Werbung schaltet.
Wie interessant dieses Unternehmen aktuell ist, wie es sich entwickelt hat, welche Produkte, Dienstleistungen es anbietet, gerade auch Innovationen und solche Gedanken, die kommen Ihnen dann auch immer wieder. Oder wenn ich in ein Hotel einchecke, dann frage ich automatisch, wenn ich merke, der Rezeptionist hat gerade ein paar Minuten Zeit, wie es denn läuft, wie das Hotel ausgebucht ist, wie die Vergangenheit gelaufen ist, was von der Zukunft erwartet wird. Und genauso beim Essen gehen in ein Restaurant, auch da kommen mir Gedanken und da frage ich den Ober, der mich bedient, wenn er etwas Zeit hat. André Costolani sagte dazu mal, die meisten und die besten Informationen, wie es in einer Region, in der Wirtschaft wirklich läuft, bekommt man von einem Taxifahrer. Warum? Weil der Taxifahrer mit so vielen Leuten zusammenkommt und wenn er seinen Job schon einige Jahre macht, dafür ein Gefühl entwickelt hat, wie es den Menschen geht, wie es der Wirtschaft geht, der bekommt es mit. Und wenn er ehrlich seine Meinung sagt, dann erfahren Sie am ehesten, am ungetrübtesten, wie die Stimmungslage aktuell ist. Natürlich können Sie auch Vorstandsvorsitzende lesen, fragen ist schwierig, aber Artikel von Ihnen, Interviews von Ihnen lesen, Presseberichte lesen, mit Redakteuren sprechen, ja, aber die sehen Sie eben aus ihrer eigenen Sicht, aus Ihrer Dunstwolke. Vorstandsvorsitzende beschönigen meistens. Sie sollen ja optimistisch sein und bringen diesen Optimismus natürlich auch rüber. Die haben es zu ihrem Beruf gemacht. Der Taxifahrer gibt es im besten Fall ungetrübt weiter, aus langjähriger Erfahrung. Und das meine ich damit, mit Wirtschaft verstehen, Wirtschaft lieben, sich für Wirtschaft interessieren. Und wenn Sie so weit sind, und dazu werden Sie schon nach einiger Zeit kommen, dann werden Sie Wirtschaft anders sehen. Dann wird es plötzlich viel interessanter. Und damit wird investieren in Wirtschaft, in Unternehmen, plötzlich zur Selbstverständlichkeit. Es wird ein Nebenprodukt Ihres Interesses. Sie machen es aus Selbstverständlichkeit heraus, weil Sie sich mit diesen Unternehmen befasst haben, weil Sie wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen. Und das ist das Entscheidende. Und dann machen Sie es auch lange Zeit, am besten ein Leben lang. Natürlich werden auch Phasen kommen, in denen Sie Rückschläge erleben. Sie werden aber diese Rückschläge nicht mehr als negativ empfinden, sondern Sie werden Rückschläge als zusätzliche Erfahrung erleben, als Bereicherung für Ihren weiteren Weg. Und wenn Sie beispielsweise in Aktien investieren, als besonders gute Möglichkeit, zu günstigen Kursen nachzukaufen. Und dann sind Sie auf der langfristig positiven Seite, dann werden Sie echtes Vermögen aufbauen und diesen Weg auch langfristig weitergehen. Und noch ein Tipp, gerade wenn Sie am Anfang stehen, fokussieren Sie sich nicht auf die Aktienkurse. Und wenn ich eingangs sagte, machen Sie es sich zur Gewohnheit, einmal pro Woche sich mit wirtschaftlichen Dingen auseinanderzusetzen, dann meine ich nicht damit Aktienkurse. Denn das kann abschrecken. Das belastet viele, gerade wenn sie am Anfang stehen und noch keine so große Erfahrung haben. Und was aktuelle Aktienkurse aussagen, welche Bedeutung die für den langfristigen Vermögensaufbau haben, dazu habe ich eh schon einige Videos gemacht, würde diesen Rahmen jetzt sprengen, aber glauben Sie mir, in einem Jahr sind die Aktienkurse von heute sowieso vergessen und wertlos. Also befassen Sie sich wirklich lieber mit den Dingen, die dahinter liegen, hinter den Aktienkursen. Und das sind eben wirtschaftliche Zusammenhänge, Unternehmen, Unternehmensentwicklungen und alles weitere.
was dazu gehört. Und letzter Tipp, dann höre ich für dieses Video wieder auf. Überlassen Sie das Thema Finanzen nicht anderen. Natürlich ist es einfach, zu einer Bank zu gehen und die Empfehlungen des Bankberaters umzusetzen. Aber bedenken Sie immer, es geht um Ihre Finanzen, nicht um die Finanzen des Bankberaters oder irgendeines Dienstleisters. Und im Zweifel besteht immer die Gefahr, dass Ihnen dieser Berater gerade das verkauft, was für ihn am besten ist, womit er die höchsten Provisionen erzielt, um seine eigenen Ziele zu erreichen, die ihm gesetzt werden. Also, kümmern Sie sich um das Thema Finanzen selbst. Es geht um Sie und um Ihre finanzielle Zukunft. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn Sie mir eine Like hinterlassen, wenn Sie das Video teilen und weiterverbreiten, weil so mehr Menschen vom soliden Vermögensaufbau profitieren können. Und wenn Sie künftig keine Videos verpassen wollen, dann macht Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Auch darüber freue ich mich natürlich. Bis zum nächsten Mal.